Bevor ich zur Kinderbetreuung komme, möchte ich kurz eine Frage an die Linke stellen. Und zwar, ab welchem Alter wollen Sie eigentlich Reiche erschießen bzw. ins Lager bringen? Gilt das erst ab 18 oder gilt das auch schon für Kinder? Zuzutrauen ist Ihnen ja alles, aber Ihr Redner kann das dann gerne beantworten, meine Damen und Herren. Am Freitag findet dann hier im Hohen Hause die Debatte zum Internationalen Frauentag statt. Ich muss kein Hellseher sein, wenn ich hier befürchte, dass das Wort Mutter in den Reden dort kaum bis gar nicht vorkommt. Denn Mütter sind die durch den feministischen Egoismus vergessenen Frauen. Mütter werden von Feministen als Heimchen am Herde diskriminiert. Und dem werden wir immer wieder sprechen, liebe Freunde. Das ist immer so. Die linksgrün geprägte Regierungsdoktrin geht dahin, dass eine Frau nur als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft gilt, wenn sie arbeiten geht. Die Erziehungsleistungen von Müttern in Deutschland wird nicht anerkannt. Das ist ein Fakt, und der ist auszusprechen. Mütter und Väter lieben ihre Kinder. Egal wie qualifiziert und engagiert ein Erzieher auch ist, er kann als Organ des Staats keine Kinder lieben wie Vater und Mutter. Und das ist die Wahrheit. Da können Sie hier reden, so viel Sie wollen. Ja? So. Und ich sage Ihnen noch etwas. Jede staatlich geschaffene Struktur ist ein Ersatz für Familien. Sie fördern mit Milliarden den Ersatz. Fördern Sie endlich das Original für starke Eltern, für starke Familien, für unsere Kinder. Und Ihre Unqualifikation, die kenne ich schon lange aus Sachsen-Anhalt. Sie sind eine der unqualifiziertesten Personen hier in diesem Hause. Vielen Dank. Kinder sind Kinder und eben keine Virenschleudern. Kinder, die ihre Oma und ihren Opa nur noch mit Mundschutz und eingeschränkt besuchen dürfen. Kinder, die nicht mit ihren Freunden spielen können. Kinder werden ohne wissenschaftlich fundierte Grundlage als Corona-Herde diffamiert. Kinder sind Opfer einer Panikmache der Regierung. Eltern, die ihre Überstunden und ihren Jahresurlaub genommen haben, Eltern, die von Kurzarbeitergeld leben, die von ihren Arbeitgebern oft genug vor die Alternative gestellt sind, entweder du kommst oder du verlierst vielleicht deinen Arbeitsplatz. Eltern sind Opfer der Panikmache dieser Regierung. Es sind tüchtige Menschen, die ihre Existenz verlieren, die zum Bittsteller werden. Und dass Sie hier so schreien, das zeigt nur Ihre Schuld, die Sie sich eingestehen. Die Regierung, und das muss hier auch mit trauriger Stimme gesagt werden, schürt eine Urangst der Menschen. Es ist die Urangst um das eigene Leben, um das Leben von Angehörigen. Denn ohne Panik und ohne Angst können sich Frau Merkel und Herr Söder nicht als Retter der Nation darstellen. Unabhängige Medien, Fehlanzeige. Virologen, die eine andere Meinung vertreten als die Experten der Bundesregierung, werden verleumdet und totgeschwiegen. Heute gilt, wer auf Kritik an der Regierung verzichtet, der handelt angeblich verantwortungsvoll. Das ist verheerend, meine Damen und Herren, verheerend für dieses Hohe Haus. Die Kanzlerin und das Corona-Kabinett, dem die Familienministerin übrigens nicht angehört, haben ein ganzes Volk entmündigt. Wir als AfD, meine Damen und Herren, wir kritisieren die Bundesregierung, denn wie schon der große Sozialdemokrat, es gab sie tatsächlich, der einst Otto Welz sagte, Kritik ist heilsam und notwendig. Wir als AfD sind verantwortungsvoll. Aus Verantwortung für unsere Familien und Kinder, aus Verantwortung für Deutschland, beenden Sie den radikalen Lockdown, so wie Sie ihn beschlossen haben. Vielen Dank. Es ist schon eine gewisse Dreistigkeit, dass Sie als Grüne überhaupt von Kinderrechten sprechen. In 10 Bundesländern sind Sie in Regierungsverantwortung. Sie stellen einen Ministerpräsidenten. Aus keinem dieser Länder habe ich einen Aufschrei oder irgendetwas Nennenswertes gehört, als im Rahmen der Corona-Krise die Kinder großer Teile ihrer Rechte beraubt worden sind. Gestern haben Sie darüber hinaus dem Antrag der Linken zugestimmt, die Beratungspflicht für Abtreibungen auszusetzen.
Sie faseln hier von Kinderrechten, wollen aber die Tötung ungeborener Kinder im Schnellverfahren durchsetzen. Ich sage Ihnen das eine, Ihr Antrag zeugt von der Tradition Ihrer Partei, menschenfeindliche Politik durch pseudohumanistische Phrasen und Versatzstückchen zu tarnen. Und meine Damen und Herren, deshalb vergessen Sie auch gerne, dass es Ihre Partei war, die im Rahmen von Rot-Grün die Hartz-IV-Kinderarmut erst ermöglicht und beschlossen hat, und dass es Joschka Fischer war, der unser Land nach 1945 in den ersten Krieg hineingetrieben hat. Das ist Ihre Politik. Und verschonen Sie uns doch endlich mit Ihrer ganzen Heuchelei. Heute geben Sie wieder vor, für Kinderrechte ins Feld zu ziehen. Aber Sie sind die Partei, die die traditionelle Familie in ein Sammelsurium irgendwelcher Partnerschaftsformen auflösen will. Vater, Mutter und Kinder sind aber die natürliche Grundlage unseres Menschseins, und das werden auch Sie als Grüne nicht abschaffen können. Das Bedürfnis von Kindern, Eltern nach Nähe und Zeit diffamieren Sie als hinterwäldlerisch. Sie von den Grünen bringen jeder Biene mehr Respekt entgegen als einer Mutter, die von ganzem Herzen Mutter sein möchte. Zurzeit reden Sie viel von frühkindlicher Bildung. Sie wollen den Menschen im Land einreden. Sie wollen den Menschen im Land einreden, Ihre Kinder würden verblöden, wenn sie nicht in staatliche Betreuung kämen. Aber ich will Ihnen eins sagen: Kinder brauchen kein grünes Bildungsprogramm. Sie brauchen Wärme und Nähe. Solche Leute wie Sie braucht kein Kind. Über 25% der Kinder in Deutschland sind arm. Armut, die Sie, und ich wiederhole mich da, als Grüne durch Hartz IV erst geschaffen haben. Sie können gar nicht von Kindern und Familien aus denken. Frau Göring-Eckardt, da können Sie keifen, wie Sie wollen, davon wird es nicht besser. Sie können gar nicht von Familie und Kindern aus denken, weil Sie den Begriff der Familie im Sinne der Väter unseres Grundgesetzes zutiefst verachten. Das kommt dabei heraus, wenn verbitterte, familienfeindliche Emanzen die Familienpolitik vergewaltigen wollen, meine Damen und Herren. Ich mag es mir gar nicht ausmalen, wenn die Grünen über das Wohl von Kindern in unserem Land bestimmen. 2013 wollte Ihr Parteifreund Ströbele den Inzestparagraphen aufweichen, weil er die sexuelle Selbstbestimmung behindere. Und jetzt komme ich mal zu einem der ekelhaftesten Kapitel. 1985 haben Ihre grünen Pädophiliebefürworter 6- bis 8-jährige Kinder auf die Bühne eines Parteitags getrieben und sie dort Verse aufsagen lassen wie »Liebe mit Papa ist herrlich« und ähnliche Widerlichkeiten. Ihre damaligen Genossen haben da geschwiegen und das pädophile Treiben in ihrer Partei ungestört gelassen. Und noch lange nachdem diese ganzen Dinge bekannt waren, hat die heutige Antragstellerin Frau Dörner die Existenz entsprechender Beschlüsse bei den Grünen geleugnet. Und jetzt komme ich zum Schluss. Nur unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit distanzieren Sie sich heute von der Pädophilie, um sie im Rahmen der Frühsexualisierung wieder in Kitas und Schulen einzuspeisen. Die Rechte von Kindern gehören nicht in die Hand des Staates und schon gar nicht in die Hand von Ihnen als Grüne. Sie gehören in Familienhände. Vielen Dank. Die Linke möchte heute die Lehren aus der Corona-Krise ziehen. Ich spreche Ihnen ab, überhaupt Lehren aus etwas zu ziehen. Hätten Sie die Lehren aus der Vergangenheit gezogen, dann hätten Sie sich lange aufgelöst. Denn Sie sind die getarnte Partei der Mauerschützen, der SED. Eine Partei, die auf der Ideologie basiert, ich komme dazu, dass Gewalt und Unterdrückung legitim ist, und um eine vermeintlich bessere Gesellschaft zu schaffen. Gewalt und Unterdrückung, vor der Sie auch in der frühkindlichen Bildung nicht Halt machen. Berliner Kita- und Grundschulkinder lernen, angeleitet von einer Liedermacherin, die oft auf Festen ihrer Partei auftritt und unterstützt vom rot-rot-grünen Senat, dass Gewalt ein Mittel der Auseinandersetzung ist. Zitat: Mit dem Gesicht vom Bösewicht wischt sie den Boden auf. Wenn er muckt und zuckt und spuckt, dann springt sie noch mal drauf. Dabei gehen die Kinder im Gleichschritt und skandieren: Jetzt und alle Zeit, wir sind stets bereit. Das gleicht natürlich sicher
beabsichtigt den Pioniergruß der DDR für Frieden und Sozialismus, seid bereit. Besser könnte man das, was Sie sich unter frühkindlicher Bildung als Ihre Antifa-Gewalterziehung vorstellen, gar nicht beschreiben. Da höre ich schon Ihren ehemaligen Parteivorsitzenden Walter Ulbricht in der Hölle Beifall klatschen. In Ihrem Antrag, in dem Sie viel von Kindern und frühkindlicher Bildung erwähnen, fällt das Wort Familie nur zweimal. Denn das Wort Familie diffamieren Sie ja auch in Ihrem Parteiprogramm mit dem Gender-Kampfbegriff von der heteronormativen Kleinfamilie. Familien werden laut Ihrem Programm von Rechten als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten verkauft und sind auch durch ein reaktionäres Weltbild geprägt. Hört, hört. Aber ich sage Ihnen, Familien sind ein sicherer Hafen. Familien leben Toleranz, Vielfältigkeit und Liebe, ganz im Gegensatz zu Ihrer Ideologie, die Sie den Kindern vermitteln wollen, von Menschenfeindlichkeit, Gewalt und Hass. Ich spreche hier als traditioneller Familienvater von drei Kindern zum Antrag einer offensichtlich verfassungs- und familienfeindlichen Partei. Verfassungsfeindlich ist Ihr Antrag, die Beratungspflicht bei Abtreibungen auszusetzen. Linksextrem sind Ihre ganzen Organisationen von der Kommunistischen Plattform, der antikapitalistischen Linken und Marx 21. Damit, dass Sie bei sich den Terroristen Christian Klar auf die Gehaltsliste gesetzt haben, haben Sie sich endgültig aus dem gesellschaftlichen Konsens entfernt. Ich will Ihnen eins sagen, das, was Sie hier vorbringen, das ist billigster Sozialpopulismus, den wir ablehnen. Das Paradies, das Sie als SED, PDS, Linke den Menschen versprechen, es wird nie existieren. Existent sind nur das Leid, die Unterdrückung und die Toten, die Ihre gewaltbereite Ideologie hervorgebracht hat. Vielen Dank. In einer Zeit, in der das Kindeswohl, die Rechte von Eltern und Kindern aufgrund der Panikrhetorik der Regierung mit Füßen getreten werden, fällt es mir schwer, über einen Antrag zu sprechen, in dem Recht und Kinder in einem Atemzug genannt werden. In Deutschland müssen Kinder stundenlang mit Maske im Unterricht sitzen, auf dem Schulweg und auf dem Pausenhof eine Maske tragen. Kinder werden in Schulen und Kindergärten mit Kaninchenzäunen und teilweise Absperrband daran gehindert, mit Freunden zu toben. Das sind alles reale Bilder. Politiker, Medien und Lehrer schüren hierbei leider oft die Urangst um das eigene Leben und um das Leben von Angehörigen. Damit Eltern, Lehrer und alle Menschen in Deutschland wissen, wie diese Regierung mit unseren Kindern umgeht, zitiere ich mit Erlaubnis des Präsidenten aus dem Strategiepapier des Innenministeriums, wie wir mit Covid-19 umgehen und es unter Kontrolle bekommen. Zitat: Die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt, haben sie das Gefühl, schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen. Kinder leben täglich mit solcher Rhetorik. Sie leben in Angst und es ist davon geprägt, dass sie als Kinder eine Gefahr für sich und andere sind. Was das mit Kindern macht, kann sich jeder vorstellen. Herr Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Seiten der Grünen? Nein. Dabei kommt mir ein alter Liedtext in den Sinn. Sind so kleine Seelen offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei. Die weitreichenden Folgen der Corona-Maßnahmen für Kinder sind schon heute offensichtlich und werden als Kollateralschaden hingenommen. Es wird Zeit, dass dieses Hohe Haus aufsteht für unsere Kinder, denn es kann nicht sein, dass die am wenigsten gefährdete Gruppe das höchste Sonderopfer in dieser Gesellschaft zu tragen hat. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Diesen Satz prägte Gustav Heinemann. Er ist heute so aktuell wie nie.
In Corona-Zeiten erkennt man den Wert einer Regierung daran, wie sie mit den schwächsten Gliedern unserer Gesellschaft verfährt, nämlich unseren Kindern. Der Schutz der Kinder in dieser Phase geht gegen Null. Bei der Festlegung von staatlichen Corona-Maßnahmen während der Krise wurde das Kindeswohl und die Rechte von Kindern zu wenig beachtet. Diese Meinung teilt auch 72% der Bevölkerung. Das ergab eine Umfrage des Kinderhilfswerks zum Weltkindertag. Ärzte, Verbände und Eltern schlagen Alarm. Kinderärzte und Kinder wurden befragt. 89% der Pädiater beobachten vermehrt psychische Probleme. Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, das sind die Leiden unserer Kinder. Die leiden durch die Maske, nicht durch Corona. Ich bitte alle, die diese Rede hören, hier im Hohen Haus und auch an den Bildschirmen, hinterfragen Sie die Maßnahmen der Regierung, übernehmen Sie Eigenverantwortung für sich und Ihre Kinder. Seit 7 Monaten leiden unsere Kinder. Sie leiden unter Maske und sozialer Distanz. Die grüne Verbotspartei plakatiert sogar, Masken sind Freiheit. Meine Damen und Herren, welch ein Schwachsinn! Masken, Abstand, Angst sind keine Freiheit. Sie rauben den Kindern ihre Freiheit und ihre Gesundheit. Kinder geben das Virus selten weiter. Zu diesem Schluss kommen weltweit 47 Studien. Anstatt sich darauf zu stützen, hat Familienministerin Giffey eine Studie erst am 10.8. in Auftrag gegeben, sträflich spät. Sie war wahrscheinlich mit ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Am 17.8. stellt die Landwirtschaftsministerin das Gassi-Gesetz vor. Hunde sollen 2-mal täglich Gassi gehen. Kinder in Quarantäne sollen von der Familie separiert werden. Sie sollen nicht toben. Vielleicht hätte sich doch besser Frau Klöckner um das Kindeswohl gekümmert und nicht Frau Giffey. Dieser Haushalt ist durchdrungen vom Geist von Kanzlerin Merkel und ihrem Verhältnis zu Kindern und Familien. Es ist ein Geist emotionaler Kälte und Beziehungslosigkeit, wie ihn nur Machtversessenheit und Familienfeindlichkeit in sich tragen können. Dieser Geist wird für jeden Vater und jede Mutter mit Händen greifbar, wenn man Kindern, die man zunächst nötigt, in eiskalten, stoßgelüfteten Klassenzimmern zu frieren, den vielen Menschen naiv und dumm anmutenden Ratschlag erteilt, kleine Kniebeugen zu machen und in die Hände zu klatschen, um ihnen darüber hinaus dann noch die Angst einzureden vor dem letzten Weihnachten mit Oma und Opa. Naiv und dumm aber ist unsere Kanzlerin nicht. Sie ist schlicht kalt. Angela Merkel ist insofern die ins Politische eingetretene weibliche Entsprechung des Holländer Michel aus dem Märchen Das kalte Herz. Sie ist schlicht gesagt herzlos. Diese strukturelle Herzlosigkeit der Kanzlerin gegenüber Kindern durchzieht den gesamten Familienhaushalt, meine Damen und Herren. Stattdessen kämpfen Sie, Frau Ministerin, für feministische Nischenprojekte wie Frauenquoten in DAX-Vorständen und damit für ein Klientel von einigen Dutzend Spitzenverdienern in Deutschland. Warum nennt sich die SPD eigentlich noch Arbeiterpartei? Weiterhin investieren Sie 150 Millionen Euro in Demokratie leben. 35 Millionen mehr als im letzten Jahr. Wir wissen doch alle, es ist ein unausgewogenes Programm, das die Gefahren des islamischen Extremismus und des Linksextremismus fast völlig ausblendet und de facto den Rechtsextremismusbegriff so weit ausgeweitet hat, dass es heute ein Bekämpfungsprogramm ist gegen kritische Bürger und die konservative Opposition. Und so etwas darf es in Deutschland nicht geben. Und dies ist besonders verwerflich, meine Damen und Herren, in Zeiten, in denen an deutschen Schulen das Köpfen eines islamkritischen französischen Lehrers nachweislich von muslimischen Schülern verharmlost, wenn nicht gar gefeiert wird. Frau Ministerin, wo sind da Ihre Sofortmaßnahmen? Wo ist da Ihr Aufschrei? Das fragen sich die Menschen in Deutschland.
Es hat den Anschein, dass es hier eben nicht um die Bekämpfung von Extremismus geht, für die wir auch stehen, schon gar nicht um die Bekämpfung von islamischem und linkem Extremismus, sondern dass es vielmehr um die Bekämpfung der demokratischen, konservativen Opposition in Deutschland geht. Es ist aber gut, meine Damen und Herren, dass 2017 mit der AfD eine konservative, familienfreundliche Opposition in dieses Parlament eingezogen ist. Ja, und da mögen Sie lachen. Wir haben in diesem Hause nämlich für die tatsächlich einzige notwendige Stoßlüftung der letzten Jahrzehnte gesorgt. Wir haben den alten Mief zerblasen, der Kungelei und der Selbstbeweihräucherung, der hier von Kommunisten bis Union und FDP mit frischem patriotischen Wind durch uns gelüftet wurde, meine Damen und Herren.